Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und ihr reibt euch gerade zu Recht die Augen, denn es ist ja schon untypisch, dass in so kurzen Abständen Videos bei mir hochgeladen werden. Ich habe da immer mal wieder bei Videos gesagt, ich habe vor und in Zukunft kommt und blablub und das lassen wir heute einfach alles mal, sondern ich versuche einfach, das für mich hier mal so zu machen, dass ich damit zufrieden bin. Vielleicht klappt das ja besser. Zur Studiosituation, mir ist aufgefallen beim letzten Video, man hört unglaublich heftig die Autos da draußen. Man muss dazu sagen, ein Zimmer weiter schlafe ich. Ich frage mich tatsächlich, wie ich hier schlafen kann. Es ist unglaublich, wie laut die Autos sind, dass man das auf den Aufnahmen so hört. Und ich habe ja hier extra so ein Mikrofon, also ist ja unglaublich. Ja, Licht ist bei mir jetzt auch nicht so optimal, ne? Möchte ich auch mal dazu sagen. Das heißt, wenn ihr Kritik oder so unten reinschreibt, bitte zu allem, aber nicht zu meinem Studio, denn es gibt definitiv YouTuber, die verbringen, glaube ich, ihren Tag damit, das Studio perfekt auszuleuchten. Anschließend rennen sie wahrscheinlich noch wild onanierend durch den Raum, weil alles so toll ist. Mir kommt es jetzt erstmal ein bisschen mehr auf die Inhalte drauf an und im weiteren Verlauf werde ich mich dann vielleicht auch mal drum kümmern, dass es hier vielleicht ein bisschen heller wird, aber ich denke, so hübsch bin ich jetzt auch wieder nicht. Wichtig ist mir natürlich trotzdem, dass ihr eure Meinungen unten in die Kommentare schreibt, speziell auch zu diesem Thema heute DJ-Portale versus Booking-Agenturen. Und da möchte ich mit euch jetzt einfach mal so grob durchgehen, was gibt es momentan auf dem Markt, also welche Art von Portalen und Booking-Agenturen, was kommt da so auf mich zu, wenn ich mich dafür interessiere und da vielleicht auch listen lassen möchte. Und dann wird es weitere Videos geben, also aha, es wird weitere Videos geben. Ich mache schon wieder Ankündigungen, hoffentlich kann ich es halten. In diesen weiteren Videos werde ich dann die einzelnen Portale vorstellen. Und da kommen wir einfach auch mal zum ersten Punkt. Es gibt Booking-Agenturen, ganz klassisch. Die haben meistens eine einfache Website, so wie jetzt bei mir auf das Geräusch. Und da gehst du drauf, die haben dann ein paar DJs unter Vertrag und verbuchen die für Hochzeiten, Club-Gigs etc. Ganz ehrlich, das ist sowas von lahm heutzutage. Also ich persönlich würde mich bei so einer Agentur eigentlich nicht mehr einschreiben und wenn, dann nur, wenn ich trotzdem frei bleibe und weiter in meinem Namen auch Bookings und Gigs annehmen kann, denn oft bei solchen Agenturen ist es einfach, dass man dann auch eine gewisse Bindung hat, also sprich nicht mehr in eigener Regie auflegen darf und das ist natürlich einfach doof. Da brauchen wir auch gar keinen Kommentar drüber verlassen. Praktisch an solchen Agenturen ist natürlich immer, dass der Kunde relativ viel Kontakt auch mit der Agentur hat. Das heißt, die Agentur klärt im Vorfeld sehr viel für mich als DJ ab. Das ist natürlich gerade für mich, wenn ich noch einen Hauptberuf habe, sehr praktisch, weil mir dann einfach, ich habe hier einfach ein richtig fettes Zeitersparnis. Und meiner Meinung nach sind das auch die einzigsten, die 20% Provision, die es hier jedes Mal gibt für einen Gig, ja, verdienen. Weil die arbeiten was dafür. Die korrespondieren mit den Kunden, die machen Marketing, Werbung, die kümmern sich wirklich darum, dass da was läuft und deshalb verdienen die ihre 20% so. Nichtsdestotrotz sind wir im 21. Jahrhundert angekommen, das Zeitalter der Vergleichsportale und ja, da ist das mit der Booking-Agentur ja schon wirklich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der Baum schneller wächst, als der Ast absteigt, sondern es ist eher so, dass der Baum schon fast morsch wird. Und deshalb kommen wir einfach auch schon mal zum nächsten Thema, und zwar den DJ-Portalen. Und hier gibt es wirklich mittlerweile unzählige DJ-Portale für Hochzeiten, Geburtstagen etc. Ich möchte jetzt auch gar nicht alle aufzählen, also jetzt mal ganz kurz angerissen, die DJ AG, DJ Bande, Weltklasse Jungs, DJ Finder etc. etc. Also das ist eine endlos lange Liste. Und da ist es eigentlich in der Regel so, dass ich als DJ mich anmelde
stelle mir quasi eine virtuelle Setcard und wo ich einfach meine Leistungen eingebe, in welchem Umkreis ich tätig bin und so weiter. Und der Kunde geht dann auf die Website und sagt, okay, ich brauche am 25. September einen DJ von 18 bis 20 Uhr in Karlsruhe. Und dann kriegt der Kunde alle DJs, die in dem Umkreis tätig sind, angezeigt. Sortiert nach Name, Entfernung und manchmal auch nach Preis. Immer häufiger im Übrigen nach Preis. Das heißt, auch hier wird unsere Szene ein bisschen transparenter. Ich bin da ein Befürworter davon. Viele finden das nicht so toll. Also ich finde das super. Denn wenn ich als Kunde unterwegs bin, dann möchte ich auf einer Webseite auch direkt sehen, was muss ich dafür zahlen. Also es macht für mich keinen Sinn, da jetzt großartig rumzutelefonieren und Preise zu vergleichen. Ist natürlich einfacher und schöner zu sehen, was muss ich dafür zahlen. Birgt natürlich auch ein gewisses Risiko für uns als DJs, nämlich dass der Kunde sich immer für den billigsten DJ entscheidet. Wie soll ich sagen? Ich komme ja aus der Clubszene. Viele Booker in der Clubszene haben das in den letzten Jahren ja vollführt und haben jetzt so langsam gecheckt, dass ihnen die Gäste wegbleiben, weil sie scheiß DJs haben und geben inzwischen wieder mehr Geld für einen DJ aus. Und genau das Gleiche erwarte ich eigentlich auch hier. Das heißt, das ist eine Frage der Zeit. Zumal diese billigen DJs, also diese richtig billigen DJs, sich auch nicht halten können. Entweder die haben kein Gewerbe angemeldet, dann sind die eh bald weg. Oder sie haben sich total verkalkuliert. Denn wir jetzt von Das Geräusch haben ja auch ein paar DJs am Start. Und wir kalkulieren hier auch. Und wenn ich eine Anlage für 8.500 Euro hinstelle und ein Mischpult für 2.000 Euro und der DJ braucht ein MacBook, dazu noch Musik, die er sich monatlich dazu kaufen muss, dann kann ich nicht mit 200 Euro den Abend rechnen. Das funktioniert nicht. Allein die Arbeitszeit frisst das ja auf. Und geschweige denn von der Technik, die bezahlt werden muss. Also man muss da auch schon so kalkulieren, dass da was rüberkommt, dass der Preis fair ist und dass man auch davon leben kann, ne? Also es muss für beide Seiten fair sein. Und dann ist das auch mit dem Preis kein Problem, denke ich. Das heißt, DJ-Portale hin oder her, ja, mit dem Preisvergleich, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich muss sagen, ich bekomme trotz, dass ich jetzt nicht der billigste DJ auf diesen Portalen bin, immer wieder Aufträge. Also scheinen die Leute ja wohl auch sich dann doch mal für einen teureren zu entscheiden. Dann gibt es DJ-Marktplätze. Und da ist es so, dass der Kunde quasi eine Anfrage stellt. Also sprich, ich suche einen DJ für 30. September in Karlsruhe, Hochzeit, 180 Gäste. Und dann kann ich mich als DJ drauf bewerben, kann ein Angebot machen und kriege dann eventuell den Zuschlag. Und ja, das ist eigentlich im Prinzip eBay-Kleinanzeigen-Prinzip. Und das ist eine Möglichkeit. Ich habe darüber noch nie ein Booking bekommen. Also noch nie. Und ich bin da relativ schnell eigentlich, also obwohl ich lüge, doch zwei habe ich über einen DJ Finder bekommen, der verfolgt ein ähnliches Prinzip. Da hat man solche Lead-Käufe quasi, also der Kunde macht eine Anfrage, das kriegst du per Mail geschickt, und dann kannst du den Lead kaufen, kriegst du die ganzen Daten, schreibst du da dein Angebot hin, da habe ich schon zwei Bookings rüber gemacht, aber das ist ja jetzt nicht ganz so Marktplatzprinzip. Und im Grunde ist es so, dass ich über diese Marktplätze bisher, also diese reinen Marktplätze wie eBay, Kleinanzeigen etc., bisher nie was, also da ist nie was rübergekommen und dementsprechend investiere ich da auch kein Geld und keine Zeit mehr rein, weil ist ja uneffizient. Und da kommen wir auch schon mal so ein bisschen zum Fazit zu den drei Kategorien, nenne ich es jetzt einfach mal, also Bookingagenturen, Portale, Marktplätze. Es ist natürlich immer praktisch, wenn ich als DJ so viel wie möglich vertreten bin, denn mein Google-Ranking steigt. Das ist ja alles so eine Marketinggeschichte. Ja, je öfter mein Name im Web irgendwo erwähnt ist, desto höher bin ich platziert. Und dementsprechend gucke ich jetzt zum Beispiel auch schon, dass ich überall mit bei bin. Aber solche Sachen wie eBay Kleinanzeigen und so halte ich nichts von. Kommt nichts rüber. Auch jetzt Printwerbung oder so habe ich jetzt auch noch nicht so die guten Erfahrungen gemacht.
Die DJ-Portale an sich sind eine tolle Sache. Da habe ich schon ein paar Bookings drüber gemacht und da werden wir, wie gesagt, jetzt in Zukunft ein paar Videos zu aufnehmen. Und ihr dürft natürlich jetzt unten in die Kommentare schreiben, ob ihr bei DJ-Portalen gelistet seid, wenn ja, welche und welche Erfahrungen ihr da gemacht habt. Ich habe mir jetzt drei Portale ausgesucht, die ich mal kurz vorstellen werde. Das ist einmal die DJ Bande, das ist Weltklasse Jungs und der DJ Finder. Und vielleicht, wenn es die DJ AG dann mal schafft, mein Profil zu schalten, dass ich dann auch die DJ AG mal vorstelle. Vorweg, Weltklasse Jungs, kann ich euch nur noch die User-Seite zeigen, denn da bin ich schon nicht mehr gelistet. Ich denke, das sagt auch alles über Weltklasse Jungs aus. Aber dazu kommen wir dann in dem Video im Detail. Das heißt, schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das so erlebt mit den DJ-Portalen. Und vielleicht ist ja das ein oder andere DJ-Portal dabei, das ich noch nicht kenne und das ich mir noch nicht angeschaut habe. Dann können wir das auch einfach mal in einem Video hier nachliefern. Gut, in diesem Sinne, haut unten in die Kommentare rein ohne Ende und dann sehen wir uns schon bald wieder.